Ja, mein Name ist Uli Selzer-Haslauer, ich bin Ergotherapeutin und externe Lehrende an der FH Wiener Neustadt. Mein Thema ist heute eine allgemeine Einführung zum Thema Essen. Warum ist Essen überhaupt ein wichtiges Thema und welche Faktoren spielen eine Rolle? Wenn Sie hier diesen schönen Krapfen anschauen, so hat man sofort eine Assoziation zu den anderen Aspekten. Also es geht nicht nur um Kalorienzufuhr, es geht nicht nur um das Stillen des Hungers, sondern um Feiern, um Emotionen vor allem, um Geselligkeit, um Kommunikation, um zum Beispiel Gast oder Gastgeber zu sein. Es gibt auch so Essen, das für uns ein Trost ist oder eine Belohnung. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir haben auch alle gewisse Rituale und Gewohnheiten, zum Beispiel jetzt zu Weihnachten, zu einem Geburtstag. Was gibt es ungefähr einen ähnlichen Ablauf? Und das ist einfach was Angenehmes und Entspannendes für uns. Wir gehören auch zu einer Gruppe dazu, das heißt, wir werden eingeladen, wir laden jemanden ein, wir unterhalten uns. Es gibt kaum einen Anlass, wo Essen nicht beteiligt ist. Wir unterhalten uns, es geht auch beim Essen um Gesundheit, um gesundes Essen, vielleicht um Diäten, vielleicht um religiöse Vorschriften. Manchmal essen wir auch nur, weil uns fad ist oder weil wir gerade Trost brauchen. Also das Essen hat viele, viele Bedeutungen, die über den reinen Nahrungsaufnahme hinausgehen. Geld ist auch ein Thema. Kann ich mir gutes Essen leisten? Kann ich auch mal essen gehen? Und wie viel möchte ich ausgeben? Das Essen strukturiert für uns alle den Tag. Also wir haben das Frühstück in der Früh. Es ist quasi ein Taktgeber von der Früh bis am Abend. Und wir bekommen dadurch ein Gefühl für die Tageszeiten. Und Menschen mit Demenz sind nicht anders als jeder von uns. Auch ihnen geht es genauso. Wir assoziieren. Wenn jemand gut isst, assoziieren wir, dass es ihm gut geht, dass er gesund ist. Im Gegensatz dazu natürlich, wenn jemand gar nichts mehr isst, so machen wir uns Sorgen und überlegen, was könnte das sein. Das heißt, es ist, wenn es nicht klappt, sozusagen eine wirklich tägliche Herausforderung und kann zu einem Stress für alle Beteiligten sich auswachsen. Was am Essen auch speziell ist, ist, dass wir es nicht weglassen können. Wir müssen uns nicht anziehen, wir müssen uns nicht waschen, wir müssen nicht hinausgehen. Oder es kann auch jemand anders für uns übernehmen zum Teil, aber essen müssen wir vom ersten bis zum letzten Tag unseres Lebens. Rein medizinisch hat natürlich Nicht-Essen, was es allermeistens ist, auch eine Konsequenz, nämlich Mangelernährung, Gewichtsverlust, damit Kraftverlust, und auch eine Dehydratation. Ganz wichtig ist auch, wir wollen alle unsere Autonomie bewahren. Wie gesagt, der Mensch mit Demenz ist nicht anders als wir alle und wollen selber entscheiden, was esse ich, wann esse ich es, wie esse ich es, vielleicht auch wo und mit wem. Und auch deswegen ist es so wichtig. Also man sieht auch an diesen zwei Bildern, habe ich heute wirklich Lust auf was Bekanntes, was Süßes, in welcher Menge, in welcher Größe. Und es ist so wichtig, dass wir dem Menschen mit Demenz diese Selbstständigkeit erhalten. Und um das dreht sich ja unser ganzer Kurs. Ganz wichtig ist natürlich, wir haben alle verschiedene Erinnerungen, verschiedene Gewohnheiten, verschiedene Lieblingsspeisen. In allen Ländern gibt es Nationalspeisen, die uns vertraut sind. Also wir müssen das genau erheben, auch bei unseren Bewohnern oder Klienten, was sie gerne haben, was sie gar nicht möchten und auch wie das Essen ausschauen soll. Essen ist nicht alleine der Essvorgang an sich. Also das Essen ist schon am Teller und ich fange mal an, es ist ja ganz komplex eigentlich dieser Ablauf. Also ich muss planen, ich muss eventuell einkaufen gehen, ich muss eine Vorstellung haben, was ich machen möchte. Ich muss die Lebensmittel zu Hause gut lagern, sodass sie nicht kaputt gehen. Ich muss auch noch gut mit Geld umgehen können, was bei Menschen mit Demenz oft auch schon ein Problem ist.
Und dann muss ich auch wirklich einen gewissen Ablauf bei der Zubereitung einhalten, damit auch was wird. Ein wichtiger Aspekt ist auch das Thema Sicherheit. Also wir gehen ja mit Hitze, Herd, Elektrizität, vielleicht auch Feuer um. Also das ist auch ein Faktor, der eine Rolle spielt. Wir beschäftigen, also zusammenfassend, wir beschäftigen uns also mit der persönlichen Verfassung des Menschen, mit der Umgebungsgestaltung, damit, was quasi auf den Teller kommt, welche Unterstützung jemand braucht und welchen Ablauf, damit es eine gelungene Situation wird.